Hallo und herzlich willkommen bei Christa2706 in einer neuen Episode der Sanders. Wir sind jetzt schon in Folge Nummer 6 und ja, jetzt geht's mal nach Windenburg zu unseren zwei Ladies. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, wer Shepard heißt. Das ist Josie der Hound, deswegen kannte ich mich gar nicht aus. Ja, Lena scheint zu Hause zu sein. Ich hoffe diesmal, dass wir nicht wieder woanders landen. Ich habe die letzten Male überhaupt nicht drauf geachtet. Aber heute scheint das zu klappen. So. Ihr wisst ja noch, Lena und Ashley sind seit kleinen Mädelstagen zusammen. Sie lieben sich, sie wollen heiraten, sie sind verlobt. Allerdings kriselt es ein wenig, denn ich habe gemerkt, Lena ist nur noch alleine unterwegs. Habt ihr auch gesehen, sie war jetzt manchmal da. Josie hat hier hingekackt. Das kann Ashley gleich mal bitte aufheben und wegräumen. Und ja, sie haben sich ein bisschen verbessert hier, das Haus ein bisschen renoviert. Farblich ein bisschen netter gestaltet. Auch sie haben natürlich einen Geldbaum. Das habe ich euch bei Paul gar nicht gezeigt. Der hat auch einen in der Wohnung. Müssen wir das nächste Mal nachholen. So, da kann man nichts machen gerade. Hier sieht's aus. Warum sind da so viele Hundehaufen? So, weg damit. Haben jetzt einen kleinen Pool hier. Und einen kleinen Partybereich und auch ein bisschen Trainingsbereich für Josie. Drinnen hat sich eigentlich nichts verändert, das ist alles gleich geblieben. Ich wollte nur den Außenbereich ein bisschen anders haben. Es war sehr schade, es hat zwar sehr schön ausgesehen da mit dem Geplupper, hier ist es noch. Aber man konnte halt gar nichts machen, auch nicht nach hinten gehen zur Mülltonne, die da steht. Und deswegen habe ich hier ein bisschen mehr Platz gesorgt. Das Grundstück ist ja sehr klein. Ashley ist hier am Schach spielen und jetzt gucken wir mal zuerst, wie die Beziehung überhaupt ist. Liebende, okay, verlobt, gesellig, dynamisch, super Geschwister, Gefühle, keine Gefühle, okay. Dann schauen wir bei Lena. Wo ist unsere Lena überhaupt? Ach, die trainiert hier. So ein bisschen am Laufband. Ja, also es ist noch nicht so schlimm. Wir können das alles wieder retten. Das ist kein Thema. Die beiden sind ja jetzt berufstätig. Sie arbeiten beide als in der Leckermaul-Karriere, weil sie ja beide gerne ein Restaurant oder ein Café haben möchten. Und deshalb müssen sie immer fest mixen und kochen. Auch deswegen habe ich die Bar draußen platziert. Das ist einfach notwendig für die Karriere. Dann lassen wir hier jetzt mal Lena ein Gourmet-Menü kochen. Sie soll uns bitte ein Thunfisch-Nigiri machen. Und zwar Partygröße. Vielleicht kommen ja noch ein paar Gäste. Es ist Samstag 9 Uhr. Könnte durchaus sein. Bei den anderen sind ja jetzt immer sehr viele Leute vorbeigekommen. Jetzt hätten wir hier auch etwas Platz. Dann wird Ashley wahrscheinlich auch. Ich muss in 6 Stunden arbeiten. Du könntest jetzt hier bitte Getränke zubereiten. Lieblingsgetränk zubereiten. Getränke zubereiten für, dann machst du eins für Nino, der scheint gerade hier irgendwo in der Gegend zu sein. Hallo Nino. Stopp. Nino stockt barfuß. Ja, dann brauchst du mal Auszeit von deinen Kindern, ne? Das ist gut so. Hallo Nino. Vielleicht bleibt er ja. Ja. Auf der anderen Seite haben wir ja so einen schönen grünen Gemeinschaftsgrundstück. Hier laufen auch immer Tauben rum. Das hat wahrscheinlich auch Ashley gekocht. Ja, das hat sie hier gegrillt. Aber das kann sie nicht
Kannst du das im Inventar platzieren, bitte? So, Lena ist fertig mit Kochen. Und Josie, was ist mit dir? Geht's dir gut, ja? So. Lena ist hier. Bist du hungrig? Ja. Ist das ausgezeichnet geworden? Ja. So. Du wirst das bitte in den Kühlschrank tun. Wir wollen es ja nicht verschwenden. So. Ah, das geht ja gar nicht. Lena, hier. Über Trinken aus Toilette belehren. Und dann kannst du mal mit ihr auf ein Abenteuer aufbrechen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Musst du eigentlich auch arbeiten? 8 Stunden, das geht sich aus. Jetzt müssen wir hier mal ein Bildchen machen. Du hast so schöne blaue Augen. Wie dein Herr Papa. Ashley! Was machst du? Rülpst da durch die Gegend. Das glaube ich dir, dass es dir schlecht ist. Ja. Schimpf nicht. Ach, hier ist die Geschichtenfrau wieder. Sylvie, glaube ich, heißt die. So, die sind am Leuchtturm. Ihr kennt das Ganze ja. Ich werde jetzt einfach mal sagen, die sollen sich die Waren im Souvenirladen anziehen. Dann geht Ashley jetzt mal. Hallo, bist du denn? Der Julio, Ekla, Sylvie, genau. Und Marco Darling. Ashley, etwas schneller bitte. Also, was tut sie jetzt? Sie geht das Gemälde verwerfen. Das ist gut so. So, du kannst jetzt hier ein bisschen unten schwimmen. Sehr gut. Lena, schau mal. Du hast ein Geschenk von Josie bekommen. Öffnen. Wir öffnen das jetzt. Hast du eigentlich deine Aufgaben abgeschlossen? 25%. Dann wirst du hier auch noch Getränke mixen üben. Ein Quietschpizzoel. Das ist super. Das kannst du gleich. Das kannst du. Oh, das ist für Kinder. Okay. Dann lassen wir hier jetzt Ashley mal ein bisschen schwimmen, dass sie wieder fit wird. Und Shirley geht auch wieder mal vorbei. Geht ihr in den Kreis oder was? So, Lena, mix hier einen schön. Zählt das? Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren. Wir werden es erfahren. Also bei den Karrieren kann man sowieso nicht mitgehen. Schauen wir noch mal, ob Josie noch was zu essen hat. Wo ist denn dein Automat? Hier ist genug da. Wir werden hier ausschalten, damit das nicht so laut ist. So. Ashley, geht's dir wieder besser, ja? So. Wenn Ashley dann fertig ist, hat sie dann noch Zeit. Schauen wir mal. So, dann kannst du dich mal ein bisschen mit Lena unterhalten. Mixen. Ach, Ashley sagt, Lena, wann werden wir denn jetzt endlich heiraten? Und Lena sagt, ja, ich weiß auch nicht, komm, ich hab dich doch auch so lieb. Du darfst nicht immer so ungeduldig sein. Und ich möchte das wieder nachtrinken. Ich möchte so gerne ein Baby haben, Ashley. Wir müssen uns überlegen, wie wir das machen. Ach, Lena, ich will doch gar keine Kinder. Wir haben es doch auch so schön. Es ist viel besser, als wie wenn hier so ein kleines Kind herumläuft und uns nervt und uns die ganze Zeit zu Dexter. Du hast es ja bei dir selber erlebt zu Hause. Hallo? Okay.
Wo gehen sie jetzt hin? In den Busch wahrscheinlich. In den Busch. Na gut, Mädels, zumindest verstehen sie sich so noch relativ gut. Das andere Thema müssen wir mal ernsthaft angehen. Was sagt denn ihr dazu? Ich meine, ich weiß, es gibt den Sims die Möglichkeit, dass sie einfach schwanger werden. Das möchte ich aber nicht, denn ja, entweder wir machen eine Samenspende oder sie adoptieren ein Kind. Wie würdet ihr das lösen? Ich meine, wir müssen die beiden ja dann sowieso fragen. Aber ich denke, dass Lena schon ein wirklich eigenes Kind haben möchte und sie es auch austragen möchte. Könnte noch ziemlich schwierig werden mit den beiden. So, Ashley muss jetzt, glaube ich, zur Arbeit. Ja, Lena hat noch ein bisschen Zeit. Sie wird jetzt hier. Nee, hier ist nichts zu tun. Kann man den ernten auch nicht? Nein. Okay, sie geht ein bisschen basteln. Sie ist auch handwerklich ziemlich begabt und das macht ihr auch Spaß. Deswegen habe ich auch so einen Tisch hier platziert. Das schadet ja nicht. Ein bisschen Ausgleich. Oh, hallo, hallo Christa, du bist auch wieder da. Es ist kalt. Sag ihr mal, dass du dich verlobt hast. Wahnsinn, aber das habe ich doch schon lange gewusst. Hahaha. Ach, sie ist so witzig. Unglaublich. So, die Mama ist auch da. Schau mal. Der Mama kannst du einen Wohnungsschlüssel geben. Christa braucht keinen. Mary ist da. Und dann kannst du Mama mal ein bisschen. Oh. Von der Hochzeit schwärmen auch. Alle schwärmen nur noch von der Hochzeit. Und Mama kann es gar nicht erwarten. Aber Lena, wenn du gerne ein Kind möchtest, dann werdet ihr schon den Weg finden. Es gibt so viele Kinder, die suchen ein Zuhause. Das wäre doch eine Möglichkeit. Oder, ja, es gibt doch auch Möglichkeiten. Okay, ich lege mich auch immer mitten auf die Straße, um in die Wolken zu schauen. Okay, Sims halt. Aber hier fahren ja auch keine Autos, sondern nur irgendwelche wahnsinnigen Sims, die hier Rad fahren. Ja, und die reden halt jetzt, die beiden, die reden jetzt mal darüber, wie es sein wird, wenn Angela, wenn Lena und Ashley dann wirklich in die Situation kommen, dass sie ein Baby haben möchten und Lena sagt, ich möchte schon ein eigenes Kind. Ich möchte es wirklich spüren, wie es in mir heranwächst und so. Und Angela sagt, ja, das kann man auch wirklich niemanden erklären, der noch kein Kind bekommen hat. Es ist wirklich eine Verbindung, die das ganze Leben hält. Und ja, manchmal sind auch 7 Kinder drinnen. Und bei einer künstlichen Befruchtung weißt du, ist die Chance natürlich sehr hoch. Und Lena sagt, ja, ist ja auch okay. Ich könnte auch 2, 3 Kinder haben. Natürlich, wir wollen ein Restaurant. Es braucht alles wahrscheinlich sehr viel Zeit von uns, Aufwendung von uns. Aber trotzdem möchte ich diese Erfahrung nicht missen. Aber wir werden einen Weg finden. Ja, das denkt Angela auch. Und jetzt werden die beiden noch. Ach, Lena muss jetzt auch zur Arbeit. Okay, wir sehen uns später, wenn die Mädels zurück sind. So, Ashley ist jetzt nach Hause gekommen. Sie hat Hunger und sie ist müde. Sie wird sich jetzt das zu essen nehmen. Dann hast du eigentlich das Zeug dann noch im Inventar. Ist das noch gut? Verdorben. War klar. Hätten wir es auch stehen lassen können, gell? So.
Sie setzt sich zu Josie und sagt, hey Josie, hast du gehört? Lena möchte ein Baby haben. Also ganz ehrlich, Josie, mir gefällt der Gedanke gar nicht. Irgend so Sperma von irgendeinem Kerl, das dann der Vater sein soll. Und warum will sie jetzt überhaupt ein Kind? Wir sind ja auch die ganze Zeit glücklich gewesen. Jetzt will sie ein Kind auf einmal. Nur weil ihr Bruder Kinder hat und die anderen wahrscheinlich auch Kinder bekommen. Es geht doch auch ohne Kinder, oder Josie? Du hast doch auch keine Kinder. Möchtest du gerne Kinder haben? Möchtest du Babys haben? Nee, wir machen keine Josie-Babys. Wir haben dich sterilisiert. Das ist das Ganze geklärt. Ja, du brauchst nicht traurig gucken, Josie. Es sind nur Schmerzen und irgendwann werden dir die Kinder sowieso weggenommen. Und bei uns Menschen ist es genauso. Die Kinder ziehen irgendwann aus und dann ist man wieder alleine. Nee. Hallo, Mana. Seid ihr Kollegen? Wahrscheinlich. So. Gesundheit, Mana. Du kannst dich mal fröhlich vorstellen. Hey, Mana, hast du Kinder? Ja, ich habe einen kleinen Sohn. Ach, alle haben Kinder. Ich möchte keine Kinder. Warum kann das keiner verstehen? Hm. Naja, also. Sie ist jetzt ziemlich inspiriert, aber sie geht trotzdem schlafen. Lena kommt erst später nach Hause. Geht sie hier was trinken? Ja, sie arbeitet hier weiter. Wunderbar. Hallo, Mana. Viel Spaß beim Arbeiten hier. Gut, ich spule jetzt wieder ein bisschen vor, damit Lena noch nach Hause kommt. Und dann haben wir den Tag ja auch schon wieder fast geschafft. Ach, was ich euch noch zeigen möchte. Man sieht es ja von hier aus. Das ist das neue Haus der Großeltern. Und von Karina und Red, die wohnen hier, werden wir uns auch mal angucken. Ist etwas renoviert worden. So, jetzt ist Lena da. Und sie geht gleich schlafen, glaube ich. Sie ist so müde. Ja, sie geht schlafen. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, diesem süßen Bild von den beiden, verabschiede ich mich von euch. Lena ist befördert worden zur Jungköchin, das ist gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Möglichkeit wir haben. Und Lena darauf bestehen soll, dass sie gerne ein Kind möchte oder gut, ganz allein wird sie so und so nicht durchziehen. Aber das ist hier doch eine interessante Frage. Damit verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch wie immer alles Liebe und Gute, viel Frieden. Ciao, ciao und Baba, eure Christa. To life. Whoa.